Also an manchen Tagen, da darf man wirklich nicht aufnehmen. Mülltonnen Wars, die zweite Oma hat bei den Nachbarn angerufen. Der Nachbar behauptet immer noch stichhaltig, das ist seine Tonne. Die Oma behauptet stichhaltig, das ist von meinem Vater die Tonne, die er schon seit Anfang an hatte. Und ja, im Endeffekt bin ich genau da, wo ich am Anfang war, denn ich gebe die Tonne einfach Mittwoch runter. Dann sollen alle die Klappe halten. Ich habe meinen guten Willen gezeigt. Und wie man sich darüber aufregen kann. Aber vielleicht werde ich genauso, wenn ich irgendwann meine Rente bekomme. Dann werden die Let's Plays nur noch in Schwarz-Weiß gesendet, so Opa-Let's Plays. Opa Iru spricht über den Vierten Weltkrieg. Oh Gott, nee, lasst mal, lasst mal. Am besten wir lassen es so dann bleiben, wie es jetzt ist, denn es läuft ja relativ gut. Ihr guckt gerne meine Folgen, ich nehme gerne auf und die Welt, die wächst. Und ich bin echt mal gespannt, wie es dann bei Folge 10.000 aussehen wird. Ich habe übrigens seit neuestem sogar Facebook. Ich muss das noch alles. Uah, das ist ein Lehmcreeper. Wenn ihr mich dort adden wollt, Christopher Weiß wird auch bald mit dem YouTube-Konto irgendwie vernetzt. Könnt ihr mal suchen, ob ihr mich dort findet. Auch Yxer wird dort eine große Präsenz kriegen, sobald ich mal wieder dazu komme und ein bisschen mehr Zeit als 2 Stunden am Tag habe. Oh, was macht das Inventar? Das Inventar ist pickepacke bis oben hin voll. Ein bisschen Eisen, ein bisschen Kohle. Ja, das passt noch rein. So, guck mal, beleuchten wir erstmal das hier weiter, würde ich mal sagen. Oben hätten wir auch noch ein bisschen Eisen, noch ein bisschen Kies und dahinter noch ein bisschen. Kies ist auch nicht schlecht. So diese. Ah, oh. Hallo, Fledermäuschen. Ich wollte schon sagen, ich höre gerade wie das Getapsel von Spinnen, aber es ist eher das Geschlabber von meiner Katze im Hintergrund. Na, schon wieder so ein Skelettiger. Also man muss doch sagen, die Minecraft-Welt, die muss doch richtig hoch bevölkert gewesen sein früher mal. Bevor wir kamen. Ich meine, was ist passiert, dass alle Menschen gestorben sind? Zu Zombies, zu Skeletten wurden. Was hat es mit den Langnasen auf sich? Warum läuft meine Mutter bei Super Mario nach links? All das und noch viel mehr werden wir vielleicht erfahren, wenn wir diese Höhle erkundet haben. Oder auch nicht, je nachdem. So, hier machen wir jetzt erstmal Schluss und bauen jetzt auf dem Rückweg nochmal alles ab, was wir haben. Die 6 Fackeln, die jetzt noch überbleiben. Mal gucken, dass wir den Raum hier noch beleuchtet kriegen, denn da ist noch jede Menge zu haben. Und da ist ein Creeper. So. Und so. Da hing ich ganz kurz fest, da kam ich nicht mehr hoch genug. Aber kein Problem. Oh je. Ja, vielleicht bauen wir da oben mal kurz zu, dass wir vorher abbauen können hier unten. Na. Fresse halten, stillstehen. Oder wir machen uns einfach jetzt noch ein paar Fackeln. Geht ja auch, dass wir hier wenigstens noch die paar Gänge erkundet kriegen. Ein bisschen was können wir ja sicher auch noch wegwerfen. Ich glaube, jetzt habe ich zu viel gemacht. Das sind 2 Stacks. Ja, dann werfen wir als erstes mal den Mist hier weg. Den können wir jetzt darauf stapeln. Dass wir halt wirklich mal nur mit nützlichen Sachen jetzt nach Hause kommen. Kriegen wir auch noch die ganzen Fackeln hier angebracht. Das ist aber auch wieder ein langes Ding hier. So viel können wir eh nicht mehr abbauen.
Wenn nur noch eine funktionsfähige Spitzhacke. Wie lange fließt dieses verdammte Wasser? Da ist Sand. Das heißt, wir sind hier dicht über dem Ozean, oder? Das heißt, meine Taktik, dass ich jetzt dort einfach ein Fackelchen reinsetze, zählt hier nicht. Nette Sache. Auf jeden Fall können wir definitiv sagen, da geht's nicht mehr weiter. Außer wir schwimmen. Dieses Let's Play ist wirklich sehr kartoffellastig. Wenn wir jetzt gucken, wir haben jetzt schon wieder zwei Kartoffeln gedroppt, aber wieder keine Möhre. Also wir haben noch nie in diesem Let's Play eine Möhre gedroppt. Gepflückt? Ja, nach einer Wanderung. Daran können wir uns noch erinnern, das war schön, wo wir uns da auf dieser einen Insel, da auf dieser Halb-Schneeinsel verlaufen hatten. Ich wollte ja schon fast sagen, vergesst die Stadt, wir fangen dort neu an. Aber dann hatten wir uns ja doch noch zurechtgefunden. So, eine Spitzhacke haben wir noch. Und schon haben wir auch wieder ein bisschen Platz im Inventar. So. Na komm, auf 40 kommen wir jetzt doch wohl noch, oder? Na, da müssen noch ein paar Skelette kommen. Jetzt aber ganz schön rein hier. Er ist da nicht. Können wir ja hier noch. Da können wir einiges noch mitnehmen. So, hier oben. Dann gehen wir jetzt kurz hier rein. Ah, jetzt habe ich schon wieder die Dinger da. Leuchten das hier mal. Und da gehen wir jetzt nicht rein. Hier bauen wir uns mal schnell einen kleinen Weg, damit wir hier die Kohle abbauen können. Und mal so einen Blick rein. Na, da geht es wirklich nur gerade runter. Ich sehe auch keine Diamanten, egal wie weit ich mich hier über meinen Sessel strecke. Als ob man irgendwie in den Bildschirm reinkriechen könnte. So, dann sehen wir auch nicht, dass wir nächste Mal denken, oh, guck mal, da ist Cobblestone. Vielleicht können wir uns dort ja reingraben und da ist ein Dungeon. Dann stellen wir voller Scham fest, dass wir da schon mal waren. Ne, wir haben uns Deck frei. Ja, gäbe es jetzt irgendwie Kohleblöcke, so vielleicht aus 4 Kohlestücken, dann könnte man jetzt die Kohle schön zusammenfassen. Ich finde das mit den 9ern für die Blöcke sowieso irgendwie übertrieben und sinnlos. Als 4er wären es viel sinnvoller. Oder man bietet beides an. Man macht die wertvollen Blöcke 9 und dann andere, was weiß ich, Eisen, Redstone, Gold, Diamant etc. Blöcke mit 4x4, die weniger wertvoll sind. Und bei Lapis führt man dann einfach noch einen wertvolleren Block ein, denn der wurde, glaube ich, auf 4 runtergestuft. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Na, fliegt uns gleich wieder ein Pfeil um die Ohren. Sehe ich nichts.
Steckfackeln sollten wir jetzt auf jeden Fall noch verschwenden. Das liegt sonst einfach nur unnütz im Inventar rum. Na gut, irgendwann brauchen wir es sicher. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist es relativ unnötig. Die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen überleg. Ich versuche was Sinnvolles aus Dispensern zu bauen. Da kam mir die Idee eines Zuges. Man wollte ja bei Mojang anbieten, dass man Wagen aneinander hängen kann. Und ich hatte so die Idee, doch einen Dispenserzug zu machen. Vorne ein Dispenser, der Setzlinge ausspuckt, die hoffentlich irgendwann eingepflanzt werden. Und dahinter den... Ups. Den Zug aus... Ach, wir sind 40. Knochenmehl, der dann die Setzlinge gut düngt, damit sie auch wachsen. So, waren wir hier jetzt komplett durch? Sieht wirklich danach aus. Komplette Dinge, das war doch so viel hier. Und das ist alles jetzt sauber? Kann ich doch schon fast gar nicht glauben. Nee, hier oben wird es noch weitergehen. So, das ist jetzt auf der einen Seite. Da oben geht es weiter. Und hier haben wir einmal die, wo es runtergeht. Können wir mal das Wasser abdrehen. Vielleicht können wir dann auch was sehen. Und von der Seite sieht das schon einiges interessanter aus. Da gibt es auf jeden Fall noch einen Gang. Na toll, wo das Wasser herkommt, ist ja mal wieder klar, nämlich von ganz oben. So. Haben wir den Mist auch abgestellt. Ah, jetzt ist da noch eine Etage drüber? Nee, Quatsch. Da tropft's ja sogar schon. Na, dann gehen wir hier runter. Dann sah das gerade nur so aus, als ob... So, auch hier das Wasser schön abstellen. Keine unangenehmen Überraschungen. So, hier das Eisen mitnehmen. Eine Fackel dran machen. Dann hüpfen wir mal hier rüber und holen hier die Kohle raus. Haben wir denn noch so viel Platz für Kohle? Ja, den Dreck, den könnten wir zur Not wegwerfen. Cobblestone würde ich auf jeden Fall behalten. Und hier von dem Mist halt, dass wir uns davon etwas trennen. Huch! So. So. Und jetzt stürzen wir runter und ballern ihn erstmal ab. Die Fledermäuse quietschen so niedlich, wenn man sie abmurkst. Jetzt haben wir noch einen kleinen Schlag mitbekommen, aber das war ja nicht was. Jetzt haben wir hier unten so einen, ich sag mal, ganz kleinen Gang eigentlich nur. Da hatte ich... Ach doch, hier geht's lang. Tun wir das doch erstmal.